Abstiegskampf pur zum Auftakt der Restrückrunde in der Gruppenliga Wiesbaden. Die SG Walluf empfängt die SG Raunthal Martinsthal zum Rheingau-Derby. Bereits im Hinspiel war es spektakulär. Die Wallufer konnten eine 4-0-Führung nicht über die Zeit retten und mussten sich mit einem 4-4-Unentschieden begnügen. Ob es heute wieder so spektakulär und spannend wird, seht ihr wie immer bei uns auf Fupa. Beide Mannschaften starten verhalten. Einziger Höhepunkt dieser klasse Schuss von Felix Neumann. In der 29. Minute nimmt das Spiel dann Fahrt auf. Wolf setzt sich auf rechts durch und bedient André Feist im Rückraum. Die Führung für Walluf. Kurz vor der Pause dann zeigt der Schiedsrichter bei diesem Zweikampf von Konradi gegen den Wallufer Hirat zu Unrecht auf den Punkt. Konradi spielt den Ball. Christian Gebhardt ist es egal. Die Führung zum 2:0 mit dem Halbzeitpfiff. Nach dem Wiederanpfiff wehrt sich Raunthal. Doch die Offensivbemühungen sind zu harmlos. Ganz und gar nicht harmlos die Wallufer mit Markus Hirat. Das 3:0 in der 53. Minute. In der 64. Minute sorgt André Feist eigentlich für die Vorentscheidung. Können die Rauenthaler wie im Hinspiel den Rückstand tatsächlich noch einmal drehen? Nein. Mehr als der Ehrentreffer in der 83. Minute durch Sirk Konradi ist dieses Mal nicht drin. Und es kommt sogar noch schlimmer. Der eingewechselte Christopher Joker trifft in der 90. Minute zum 5:1 Endstand. Die SG Walluf schlägt die SG Raunthal Martinsthal und verschafft sich Luft im Abschießkampf. Der Elfmeter vor der Halbzeit war halt sehr, sehr günstig für uns und hat uns eigentlich noch ein bisschen Sicherheit gegeben. Und dann nach der Halbzeit gleich 3:0 und 4:0, dann war das Spiel eigentlich vorbei. Ja. Auch wenn jetzt man vielleicht wieder denkt, im Hinspiel auch 4:4, aber das passiert einmal im Fußballerleben und dann war es das auch. Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen. Die ersten 20 Minuten hatten auch einen Lattentreffer. Ein, zwei gute Schussmöglichkeiten. Da hat uns vielleicht auch ein bisschen die Effektivität gefehlt einfach. Dann haben sie mit dem ersten Torschuss, glaube ich, das 1:0 gemacht. Kurz vor der Halbzeit noch einen Elfmeter bekommen. Vielleicht fragwürdigen Elfmeter würde ich mal umschreiben. Ja. Haben dann natürlich das 2:0 gemacht und mit dem 2:0 im Rücken. Nach der Pause hat man es natürlich relativ einfach. Ja. Kann man sich hinten reinstellen. Kein Grund für uns natürlich da hinten raus dann 5 Buden zu kassieren. Ja. Uns hat halt letztlich, wie gesagt, die Effektivität einfach gefehlt.